Oder, meine Freunde, wir fragen uns ja immer, da kommt jemand spontan, heiß ist, Sommer ist, wir tun Grillen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen und ich habe ein ganz schnelles Beilagenrezept für euch. Wir brauchen dazu eine Aluminiumfolie, ein Kranzerle vom Knoblauch, gesund fürs Kopferl, und wir brauchen Kartoffeln. Da braucht es gar nicht lange mal dumm tun, weil mehr wird es nicht mehr. Vielleicht noch ein paar Zutaten, die kommen jetzt. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht gemacht und ich gehe in die Knie. Was wir brauchen ist, und ich verstecke es noch, wir machen keine Werbung. Ich kriege auch kein Geld dafür, ich will es noch einmal erwähnen. Und Sonnentor, Siglinde, Kartoffelgewürz, Bella, Sonnentor, Veggie, Salz. Ich kriege ja vom Hofacker Geld, Oleo. Und das war's. Was machen wir? Und jetzt schaut's zu, ganz frech, wir tun nicht lang. Und das kennt ihr bereits von mir, von Carlito Gevoia. Einmal. Zweimal. Einmal. Wir legen das Ganze hin. Und jetzt, was für mich immer wichtig ist, ist, ich schneide es ein. So. Dass die Aromen auch wirklich gut in den Kartoffel reingehen. Das ist wie beim Philipp. Du musst es so lange machen, bis es Wadel brennt. Und so machen wir das jetzt auch. Und je nach den Personen, die bei euch zu Gast sind, machen wir das halt. Ich mache normalerweise einen Kartoffel pro Person. Das ist meistens die vernünftige Wahl, weil wegschmeißen wollen wir auch nichts. Aber in den meisten Fällen wird es dann mit dem Enddip, mit einer Chili-Sauce oder dergleichen, wird es dann aufgedunkt. Also mehr braucht man dann da nicht machen. Also ich nehme, wir sind heute zu dritt, mache ich das für drei Personen und mehr mache ich da eigentlich nicht. Also man schmeißt das alles auf einen Haufen, nehme nur einen großen dazu. Ich wollte euch das heute einmal ein bisschen näher bringen, weil die Grillsaison ist immer eine gute Saison. Das Einzige, was immer schlecht ist beim Grillen, außer man hat einen Gasofen, einen Gasherd, man tut der Umwelt nichts Gutes. Wobei ich noch immer sage, es ist über 200 Millionen Jahre gut gegangen, dass man sagt, man grillt mit Kohle und jetzt plötzlich tut es der Umwelt nicht gut. Da frage ich mich halt immer, was haben wir falsch gemacht, die 300 Millionen Jahre davor. Und Holzkohle, ich weiß es nicht, ob ein Atomkraftwerk gescheiter ist, wie wenn der Carlito Gevoia sagt, ich tue heute grillen und ich schmeiße da ein bisschen Holzkohle in den Grill herein. Weiß ich nicht, was schlechter ist oder nicht. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich glaube, ich werde mein Handy kurz einmal drehen. Oder sieht man das? Nein, ist er wegfahren. So, schauen wir ein bisschen weg. Diese Glinde ist immer da. Frech drauf, wie wir es gewohnt sind, und wegstellen. Ist immer wichtig. Salzen. Wir sind verliebt in das Leben. Sonnentor Veggie. Ich bin da total frech und schlampig. Da ist Lavendel drin, ein wunderbares Gewürz. Dieses Gewürz, danke Sonnentor, wirklich perfekt. Übrigens, wenn ihr auch so Sonnentor begeistert seid wie ich, ihr könnt auch zu der Fabrik fahren, wo das gemacht wird. Und die kennen mich nicht, glaubt mir's. Man kennt mich nicht. Bei 200 Abonnenten kennt man mich nicht. So, dann nehmen wir den Rosmarin, den ich jahrelang getrocknet habe. Bräuteln das einfach drüber, frech. Wir tun, es wird keine Schönheit, es wird, da gewinnt keiner. Das ist einfach nur etwas Gutes. Und ich zeige, ich will euch kurz zeigen, nicht mein Gesicht, sondern wie es ausschaut. Nämlich so.
Und wie sagt der Herbert Prohaska immer, ich sag nur so. Und jetzt nehmt ihr Olivenöl und jetzt macht's Fiesta, Fiesta Mexicana. Na, 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 na. Haut's drauf, weil Olivenöl ist gut. Es regt die Verdauung an und das ist wichtig in unserer Zeit, weil die Verstopfung kommt von selber. So, und das kommt dann einfach rauf auf den Grill. So. Und ich mache dann immer sogenannte Chiffon. Ich tue das eindrehen, nimm dann ein Schüsschen hoch und mache eine Banane draus oder ein trojanisches Pferd. Aber weil es auf deinem Griller heiß ist, der eine oder andere wird es gemerkt haben, ist eine Grillfolie. Ist ein bisschen dicker wie eine Alufolie. Ich weiß nicht, ob man mich gehört hat. Ist ein bisschen dicker wie eine Alufolie und die brauchen wir, weil die Alufolie würde zerreißen bei der Hitze und ich heize wirklich ein beim Griller und das soll ja was Gutes werden. Dann tun wir es drehen, dass sich die Gewürze und das Öl gut vermischt. Meine Freund, das kommt drauf. Das war's, war ein kleiner Grilltipp und tippidi tippidi dab. Das war's. Kino kennt ihr die jetzt. Ihr könnt jetzt anfangen für 2021, 2022 schon Kinotipps zu geben. Und mein Sohn hat mich auf diese Idee gebracht, wer ein Halloween-Fan ist, Michael Myers, ja, der lebt noch. Ich wollte nicht spoilern. Bis bald, euer Kalito Kiboya.